Super, die Bazooka bringt ja nicht viel, weil ich habe ja so viel Heals. Und? Ach. Oh. Da gibt es noch zusätzlich Minenschaden. Hat sich das doch gelohnt? Die Lache ist einfach so geil von den Robotern, von der Robotersprache. Kommt der hier hoch? Doch, ja, geht. Jetzt kann ich mit dem hier dieses Hilfspaket einsammeln. Ich probiere es einfach mal. Jetzt versuche ich meinen Arnold hier runter zu schießen. Hat nicht geklappt, schade. Aber immerhin hat der Klaus jetzt wieder Hilf. Da ist er jetzt wieder voll dabei. Käse, oh nee. Komm, lass es doch einfach. Oh, ist das ein Rotz immer mit diesem Käse. Kann man das nicht irgendwie deaktivieren? Das ist so ein Scheiß, ey. Teleportiere ich mich erstmal jetzt hier hin, damit ich ja ein bisschen für Action sorgen kann. Sonst sind wir ja in 10 Jahren noch nicht fertig. Noch mit diesem UFO und dieser Bohrmaschine oder diesem Presslufthammer gar nichts anfangen. Oh, Käse jetzt. Oh. Haftminen. Ach, das ist. Naja, gut, jetzt kann ich mich nur noch eingeschränkt bewegen. Aber ich glaube, das macht jetzt nicht wirklich was. Oh, das ist der ist auch hier. Ich mache das einfach so hier. So, dass ich hier rauskomme. Der hat ja genug Hilfe im Prinzip. So, Arnold. Oh, scheiße, habe ich gar nicht gesehen. Oh. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, jetzt macht er bestimmt gleich einen Beißler platt. Nee, der setzt aus. Ich komme mit dem dort nicht hoch. Ich kann den höchsten hier so ein bisschen in Schutz stellen und hoffen, dass der auf keine dummen Ideen kommt. So, jetzt greife ich hier mal ein. Mir geht das jetzt so auf den Sack hier. So. Ein bisschen Finger ziehen hier. So, was macht der? Der geht hoffentlich auf den Fuchsi-LP. Also ich würde ihm das... Nee, Granate. Oh, Glück gehabt. Oh, was ist denn das immer? Kann ich hier rüberspringen? Oh, du solltest da drüber springen. Ich hab doch Enter gedrückt, du Drecksigel. Oh, leck mich doch fett am Allerwertesten. So, was macht der denn jetzt hier eigentlich? Der kann sich nicht entscheiden, was er macht hier.
Zusatzschaden. Cool, kann ich ja auch richtig geil gebrauchen hier. Ich muss hier ein bisschen. Ich muss den jetzt ein bisschen vom Beißler ablenken. Hey, warum driften da nicht? Ich stelle mich mal so ein bisschen hier davor. Obwohl, das ist eigentlich blöd. Ja. Jetzt gebe ich ihm auch mal Käse hier. So. Jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt, Käse zu haben. Rusted T-Ben. So, der geht auf den Peter. Das bringt, glaube ich, auch nichts. Aber immerhin, wenn es den hier abzieht, ständig durch den Käse, dann ist der schneller platt und der Beißler ist hoffentlich sicher. Oh, Wassermelone. Warum eigentlich nicht? Eine Sekunde. Ui. Das wäre fast schief gegangen. Oh, Käse. Oh, jetzt hat der Eugen auch noch hier Käse. Das ist doch ein Dreck, ey. Das ist so eine Kackwaffe. Könnte ich erstmal hier. Warte mal, schmeiß mal jetzt die Wassermelone jetzt hier runter. Vielleicht macht es den Typen dann Platz, hoffentlich. Jetzt landet der auch noch da drüben. Ich fall. Oh, der ist aber platt zum Glück. Oh, ich hätte schon gedacht. So. Jetzt können wir uns hier den Typen hier widmen. Dürften aber auch dann. Cool, Teleporter. Ich gehe mal da drüber. Vielleicht ist dort ein Double Damage in dem Dings drin und dann eine Melone. Das wäre geil. Der hat auch Teleporter. Dann mache ich ihn erstmal heile. Daneben. Der hat auch Teleport. Den stelle ich mal hier drauf. Und jetzt baue ich mir hier das Spiel auf für den Rest, für die restlichen Igel. Der Beißler, der bleibt auch noch mal hier unten. Nee, damit kann ich nichts anfangen. Granate. Ja, hast du halt mal getroffen, Mensch. Was soll's? Jawohl. Guter Schuss. Der geht jetzt auf den Peter, der anschließend runterfällt. Ist aber nicht schön, aber was soll's? Wer ist jetzt dran? Hier oben der Ingo. Ach, Zusatzzeit bloß. Das ist, braucht doch auch keiner. So, der Arnold ist bald platt hier. Heftiges Spiel. Oh, es geht da drunter, hört sich das Paket, aber ich glaube, da ist. Bringt dem halt nicht. Gesundheitslebenspunkte wären wichtiger. Oh, ich hätte. Oh nein. Oh nein, es ist der Beißler doch noch so kurz vorm Ende. Es ist doch nicht zu fassen. Oh, der arme Beißler. Das ist doch nicht wahr.
ist doch echt nicht wahr. So, der schießt jetzt wieder hier irgendwelches Gelumpe rüber. Dynamit. Machen wir jetzt einfach mal, wenn der Fallschaden nimmt, dann müsste da eigentlich Platz sein. Ja. Der ist hinüber und Arnold als letztes vom Team, Sniper-Team, überlebt, aber der wird auch gleich Platz sein, denke ich. Vielleicht durch einen Klaus, der ja so lange mit einem Lebenspunkt abwarten musste, bis sich eine Möglichkeit ergab, geheilt zu werden. Kommt allerdings jetzt hier nicht hoch. Wer wird hier der Held des Tages? Vielleicht Klaus? Vielleicht Klaus? Nein. Oh, knapp. Knapp. So, der schießt wieder seine blöden Haftminen hier durch die Gegend. Und hat kein... Doch, dort... Klaus getroffen. Ja, das hilft mir auch nicht hier. So, die Granate. Oh. So, jetzt hier vielleicht... Mit der zielsuchenden Biene. Wo fliegt die denn lang? Oh. Oh. Kann man nur hoffen, dass das schief geht. Oh, auch noch hier in die Masse. Oh, oh, oh. Jetzt sind sie alle wieder dort unten. Das ist blöd. Käse. Jetzt kommt ja auch noch Käse zum Einsatz. Und der Klaus bekommt zum zweiten Mal hier im Spiel Käse. Es ist nicht zu fassen. Jetzt muss doch hier aber mal endlich der Schlussstrich kommen. Damit kann ich nichts anfangen mit der Bewaffnung. Der Arnold mit 14, der... Reicht das jetzt? Ja, und das Spiel ist vorbei. Endlich. Sniper-Team, Arnold ist weg. Was für ein unfassbares Spiel. Ja, der beste Schuss geht an Eagle 7 mit 362 Schadenspunkte. Sniper Team hat 82 Runden übersprungen am meisten. Also und 34 Eagle sind gestorben. Und hier sieht nochmal diese ganze Statistik. Nicht zu fassen. Hier hat Marquese hier. Hier sieht man das so ein bisschen. Wo das so flach abgeht. Hier auch. Hier ist auch noch Käse, die Käsekurve. Ja, coole Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses längere Match. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich hoffe, es war nicht zu langatmig. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben weiterempfehlen, bei Twitter folgen. Und dann bedanke ich mich einfach fürs Zuschauen und sage vielen Dank und auf Wiedersehen. Bleibt friedlich und tschüss.